Wo gehen wir denn jetzt hin? Runter in die Küche. Wir können den Wunderkessel von Nanny Plum benutzen. Darin machen wir die Eiscreme. Oh, du hast doch nicht etwa vor, die Eiscreme mit Zauberei herzustellen? Natürlich, wie denn wohl sonst? Vorsicht, Holly, du weißt, deine Zaubersprüche funktionieren nicht immer so ganz richtig. Eiscreme machen ist doch das Leichteste von der Welt. Los geht's! Abracadu, abracadang, Eiscreme für alle und den ganzen Tag lang. Siehst du, es funktioniert. Wow! Eiscreme für alle, greift zu! Oh, danke schön! Ich bringe sofort noch mehr. Oh, das ist aber ganz schön viel. Wird das nicht bald aufhören? Ich fürchte, ich habe gesagt, dass der Kessel den Tag lang Eiscreme machen soll. Oh je! Bald sind wir zu Hause. Ja, und es ist beruhigend zu sehen, dass das Königreich nicht mit Klebrigem oder Ekligem überflutet worden ist. Richtig. Holly muss wirklich vernünftig gewesen sein. Zu viel Eiscreme. Lass es aufhören, Holly. Mach endlich Schluss. Zigidi-Zigidi-Zop. Stopp, stopp, stopp. Ein Glück. Jetzt ist es besser. Ah! Ah! Hey, wo ist unsere Eiscreme? Ah! Oh! 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 Große Güte. Irgendjemand. Schnell unter das Bett. Das muss Lucys Mami sein. Oh nein, sie hat das Fenster geschlossen. Wie kommen wir jetzt nur wieder raus? Das ist Elfensache. Elfen sind gut im Öffnen von Fenstern. Und ich bin ein Elf. Hör auf, Ben. Du weckst Lucy noch. Verzeihung. Ich fürchte, da brauchen wir leider doch noch mehr als einen Elf. Ich ruf an, dass noch mehr kommen. Oh, wo hat mein Telefon denn hier empfangen? Ben, stell dich nur nicht so dicht vor sie hin. Oh, Hilfe! Was hat Nanny gesagt? Ach ja, beweg deine Flügel. Ich bin aber ein Elf, ich habe gar keine Flügel. Na schön, beweg deine Arme. Oh! Hallo? Du musst weiter schlafen. Du darfst uns nämlich nicht sehen. Wer seid ihr? Ich bin Holly. Ich bin eine Feenprinzessin. Eine richtige Feenprinzessin? Mit Flügeln, Zauberstab und allem drum und dran? Ja. Und das ist Ben. Er ist ein Elf. Hallo Holly, hallo Ben. Oh, ich hab dir einen Brief geschrieben. Dankeschön. Oh, der ist ja ganz winzig. Ein schlechter Empfang, weiser alter Elf. Nanny Plum, ist Ihnen eigentlich klar, wie spät es ist? Ich rufe nicht an, um nach der Uhrzeit zu fragen. Wir sitzen in einem großen Haus fest, das Fenster ist geschlossen. Ich brauche ein paar Elfen, die uns retten. Verstehe. Und wie viele Elfen sollten es sein? Na, alle. Die Mühle ist völlig außer Kontrolle. Sie überschüttet uns total mit Mehl. Ist es nicht die Aufgabe einer Mühle, das zu tun? Zunächst müssen wir die Geschwindigkeit reduzieren. Oh, na schön. Dann zaubere ich ein bisschen, um den Wind einzudämmen. Oh nein, danke schön, Nanny Plum. Wir haben schon genug Feenzauber erleben dürfen. Jetzt ist Elfengeschicklichkeit gefragt. Wie sieht Ihr Plan aus, weiser alter Elf? Wir werfen einfach dieses Lasso über die Flügel und halten so die Windmühle an. Das Seil gut festhalten, Elfen. Jawohl! Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir wissen schon genau, was wir tun. Alle Mann, jetzt zurücktreten! Das war super! Hurra! Gut gemacht, weiser
weise, alter Elf. Ich wusste, es funktioniert. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich. Elfen sind nie wirklich fröhlich. Den Zauber jetzt doch beenden würden, Nanny Plum. Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind. Oh, sehr gern. Wind sofort, wie nicht mehr am Ort. Umba, umba. Sie dürfen nicht vergessen, sie spielen heute für König und Königin Marigold. Die tragen die Nase sehr hoch. Uns gefällt Umpa-Musik. Doch König und Königin Marigold gar nicht. So ist es. Nun spielen Sie Hollys Lied bitte, ja? Entzückend! Holly, klingt die Elfenband denn schon etwas besser? Ja, Daddy. Sie haben den ganzen Tag ununterbrochen das Lied geübt. Na schön, Sie sollen spielen. Oh. Oh. Das ist viel besser. Ja. Sehr charmant. Und dennoch denke ich, König und Königin Marigold gefällt's nicht. Warum nicht? König und Königin Marigold lieben keine gewöhnlichen Sachen. Und die Instrumente klingen, wie soll ich sagen, grob. Das haben wir gleich. Wie? Ich greife kurz zur Magie und alles klingt sofort toll normal. Nun spielen Sie bitte, Mr. Elf. Fantastisch. Das klingt genau wie die Musik, die König und Königin Marigold gern hören. Problem gelöst. Das scheint Sie nicht zufriedenzustellen. Wenn ihr was zu essen wollt, kann ich euch das mit meinem magischen Picknickkorb herbeizaubern. Was würdet ihr denn gern essen? Sie sagt süße Dinge. Und was für süße Dinge? Gelee? Oh, ich zaubere gern Gelee. Vorsicht, Nanny Plum. Wir wollen keine neue Geleeflut. Keine Sorge. Ich weiß schon, was ich tue. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring uns Gelee in Maßen her. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf. Keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen Sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Oh! Eine Geleeflut! Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh! Ja, Geleeflut! Ja! Karte. Oh, das Kreuz weist diesmal auf das kleine Schloss hin. Unmöglich. Ich habe ja jeden Winkel des kleinen Schlosses einer gründlichen Reinigung unterzogen. Ich hätte es gefunden. Und wenn's gut versteckt ist, mein Täubchen. Auf zum kleinen Schloss.
Hallo allerseits. Oh. Große Güte. Daddy, wir versuchen, einen Piratenschatz zu finden. Mein Onkel ist Rotbart, der Elfenpirat. Eure Majestäten? Ein Pirat, hä? Nicht so ein frecher Pirat, Eure Majestät, ein guter Pirat. Denn ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Oh. Ja, dann ist es ja gut. Und wo ist denn nun der Schatz? Ich throne überm Schlosse zum Himmelszelt gereckt und unter mir verborgen der nächste Hinweis steckt. Ich finde, das ist reiner Unsinn. Wieso? Das Schloss hat doch oben sein Dach. Und es reckt sich in den Himmel. Wirklich clever, Eure Majestät. Das ist ganz und gar abwegig. Ich habe da oben mehr als 100 Mal Staub gewischt. Wer weiß, vielleicht liegt es ja unter dem Dach. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal unter dem Dach nach, Nanny Plum. Oh, seid ihr sicher, Eure Majestät? Ich befehle es. Wie ihr wünscht. Zip, zip, zap. Dach hebt ab. Oh, ich meinte, werfen Sie einen Blick durch die Tür zum Dachboden. Oh. Oh. Schon wieder ein Plan. Das Kreuz markiert den Fluss. Na los! Wartet auf mich! Ja! Oh je, ich schätze, dass der König sie gefunden hat. Ja! Wo ist das Vieh hergekommen? Was soll denn der Aufstand wegen so eines kleinen Lebewesens? Oh, meine Kaulquappen! Deine Kaulquappen haben sich in Frösche verwandelt, Prinzessin Holly. Kaulquappen? Frösche? Was um alles in der Welt geht hier vor? Daddy, ich hab dir doch erzählt, dass ich eine Hausaufgabe aufbekommen habe. Hierher, Fröschlein, da geht's lang. Das ist mein Zimmer. Und das sind meine Spielsachen. Quack, 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 quack. Jetzt spielen wir Verstecken, ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme, versteckt oder nicht? Ich hab euch gefunden. Lasst uns was anderes spielen. Hopp, hopp, hopp. Schlafenszeit, Prinzessin Holly. Nanny, sag Hallo zu meinen Freunden. Fluffy, Tiddles, Mopsy und Ben. Hallo. Gute Nacht, Fröschlein. Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Hurra! Oh. Recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Für einen Moment habe ich doch tatsächlich gedacht, wir hätten eine neue Geleeflut. Geleeflut, Geleeflut, Geleeflut. Wow. Sie müssen das aufhalten. Stück für Stück. Magischer Pudding. Zurück, zurück, zurück. Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Doch kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall.
blitzen soll's donnern. Nordwind, blas los. Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's. Hurra! Lenny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Er ist nicht traurig. Im Gegenteil, er ist sehr fröhlich. Wahrscheinlich wirst du gleich noch fröhlicher sein, Gaston. Wirf einen Blick in deine Höhle. Gaston! Ich sagte es ja. Marienkäfer sind niemals richtig fröhlich. Gaston! Was ist denn los? Oh je. Nanny, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass er die Höhle so geliebt hat, wie sie war. Unordentlich, stinkend und schmutzig. Oh, entschuldige, Gaston. Keine Panik, wir machen alles wieder so, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir sind wirklich gut darin, richtig Unordnung zu machen. Macht das Spaß! Eine Spinnwebe hier, eine Spinnwebe da. Brillant! Zip, zap, Zauber, Gastons Bett sei nicht mehr sauber. Stinkende Socken und Lollipops. Gut, nur noch über alles ein Grauschleier, dann haben wir es geschafft. Das haben wir zusammen gut hinbekommen. Es riecht bereits wieder so furchtbar wie vorher. Hurra! Und wenn wir irgendwann deine Höhle wieder so richtig unordentlich machen sollen, Gaston, hab keine Angst, frag uns ruhig. Ja, schließlich sind Freunde ja für so etwas da. Komm mit, lass uns spielen. Kann dein Zauberstab fliegen? Zaubern kann er zwar, aber ich glaube nicht, dass er auch fliegen kann. Tja, er muss irgendwo da oben sein. Wenn er doch nur mit uns reden könnte und uns verraten könnte, wo er ist. Nichts leichter als das. Er kann zwar nicht reden, aber dafür kann er etwas anderes, nämlich ein Klingeln ertönen lassen. Sehr gut. Kannst du ihn dann bitte mal rufen? Na klar. Hallo, Zauberstab. Er antwortet mir. Das Klingeln kommt von da oben. Da ist eine Dohle. Und sie hat meinen Zauberstab. Klar, Dohlen lieben alles, was glänzt. Das ist sehr hoch oben. So hoch darf ich dummerweise nicht fliegen. Gar kein Problem. Ich klettere rauf. Vorsichtig, Ben! Keine Sorge, Holly. Elfen sind ausgezeichnete Kletterer. Und ich bin ein Elf. Nettes Vögelchen, wärst du so freundlich, uns den Zauberstab wieder zurückzugeben? Puh, da hatte ich ja Glück. Toll, Ben. Du hast sie ausgetrickst und prompt hat sie den Schnabel geöffnet. Auf so eine Idee wäre ich wahrscheinlich nie gekommen. Ja. Elfen sind bekanntlich sehr gut in solchen Dingen. Wir sollten gehen, bevor die Dohle sich noch irgendetwas Dummes einfallen lässt. Du hast recht. Schwing dich auf, Gaston. Schwing dich auf. Schwing dich auf. Abstand halten. Karotte kommt hoch. Zieht hoch. Zieht hoch! Zieht hoch! Wow! Ah, hallo Prinzessin Holly! Guten Tag, Mrs. Elf! Hier lang! Wiedersehen! Wiedersehen!
Das ist unser Salatbeet. Oh. Alles zurückziehen! Alles zurückziehen! Alles zurückziehen! Alles zurückziehen! Wieso haben Sie einen Schirm aufgespannt? Wir lassen es jetzt kräftig regnen. Mit Zauberei, ja? Wir können ohne Zauberei auskommen, weil wir eine gewaltige Gießkanne haben. Wow! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Hebt an! Das ist ja beeindruckend. Wenn du das hier schon so bestaunst, dann warte nur ab, bis du die Tomatenpflanzen siehst. Oh. Das sind die Tomatenpflanzen. Wow! Ich befürchte, wir haben eine Tomatenkäferplage. Oh je! Tomatenkäfer sind ganz wild darauf, Tomatenpflanzen zu fressen. Los, abhauen! Husch! 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 Na sowas, die kommen ja sofort wieder. Ja, wenn wir doch nur einen Weg finden könnten, der Schädlinge Herr zu werden. Au, 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 au. Gaston hat sie alle verscheucht. Natürlich. Für Marienkäfer sind Tomatenkäfer eine Delikatesse. Das war ganz toll. Du solltest bei uns als Schädlingsbekämpfer anfangen. Dann ernten wir jetzt also eine gesunde Tomate. Es kann losgehen. Heb hoch, heb hoch, Schiff rein, Schiff, Schiff rein, Schiff, 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 Schiff. Heb hoch, heb hoch, nun kipp ihn um, nun kipp ihn um. Prinzessin Holly, würdet ihr uns die große Ehre erweisen, die Burg freizuklopfen? Schiebt hoch, schiebt hoch. Tata! Können wir jetzt hineingehen? Wie denn? Sie hat keine Tür. Sekunde, das haben wir gleich. Ach, da ist eure Tür. Da wir jetzt unsere eigene Burg haben, entscheide ich, ich bin nicht mehr Prinzessin Holly, sondern... Ich bin Königin Holly. Und ich bin König Ben. Meine Güte, es ist Zeit, dass wir nach Hause fahren. Oh, Daddy. König und Königin würden gerne noch etwas länger in der Burg bleiben. Die Flut wird aber bald kommen und dann... Bitte, Mr. Elf, bitte nur noch ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen noch. Wir packen ein und ihr müsst sofort kommen, wenn wir euch rufen. Kommen wir. Versprochen. Sieh nur, das Meer scheint ja näher zu kommen. Klasse! Dann haben wir also bald einen Burggraben. Oh, Holly hat ja ihren Zauberstab liegen lassen. Da du gerade Holly sagst, wir sollten die Kinder einsammeln. Ich möchte nicht mehr nach Hause. Ich würde am liebsten hier bleiben, für immer und ewig. So, wo waren wir? Erste Zeile: Hokus pokus, plinkediplonk. Oh ja. Hokuspokus, Plinketi. Nanny Plum! Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee! Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Ah ja, Hokus Pokus, Plinkediplonk. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte, super duper flink. Es funktioniert. Nun macht schon, ihr verrückten Pinsel. Beeilt euch! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit! Aus! Ihr frechen Hopspinsel! Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen. Zam, hopp, zip, boos, groß, mehr und schneller los! Musik.
Hilfe nochmal. Psst, vergesst nicht, wo wir uns befinden. Wir müssen absolut still sein. Wow, ist die groß. Hier stehen so viele Bücher drin. Wie kommt es, dass sie nicht zappeln und herumfliegen? Das sind ja keine magischen Bücher, Eure Majestät. Oh, und wie findet man immer, was man sucht bei dieser Menge? Wir fragen den weisen alten Bibliothekar. Und wo ist der weise alte Bibliothekar? Kann ich helfen? Sind Sie der Bibliothekar? Ja. Können Sie uns sagen, wohin die Sterne gehen, wenn es tagt? Ah ja, die Antwort findet sich in der Abteilung Astrophysik. Reihe 9, Signaturnummer 520.34. Hier lang. Wir haben aber schon in so vielen Büchern die Antwort gesucht. So? Und in was für Büchern? Zuerst in meinem Märchenbuch. Und auch in den magischen Zauberbüchern. Tja, wir finden verschiedene Bücher für verschiedene Dinge. Hier stehen Märchenbücher drin. Oh, über Hexen. Hier Bücher über Wissenschaft und Technik. Wow, ein Raketenbuch. Da stehen Bücher über Musik. Oh, Volksmusik für Elfen, wie ich die liebe. Bücher über Tierhaltung. Oh, Hühner, sehr interessant. Bücher über Gemüse. Oh ja, das ist Silikat, ganz besonders Erbsen. Es findet sich auf alles eine Antwort, wenn es das richtige Buch ist, das man aufschlägt. Ah, da wäre es. Ein Buch über Sterne. Wow, was ist das? Wissen wir auch nicht. Das ist ein Kokon. Die Raupen machen sowas. Und ist Betty Raupe da drin? Ja, wenn sie aber rauskommt, dann wird sie keine Raupe mehr sein, weißt du? Und was ist sie dann? Vielleicht ein Frosch. Ein Frosch? Aber vielleicht auch ein Vogel. Verstehe. Betty Raupe verwandelt sich in einen Vogel. Und dann kann sie fliegen. Ah, ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll, sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig. Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf.